So, Sabrina, jetzt haben wir eine Übung für die Oberschenkelvorderseite, beziehungsweise eigentlich für den ganzen Körper. Zwei sogenannte Kniebeuge. So, wichtig jetzt bei der Kniebeuge, du versuchst den Po nach hinten zu bringen, wie wenn du dich am Stuhl setzen würdest, gehst tief in die Kniebeuge, deine Knie bleiben hinten. Das heißt, du verlagerst dein Gewicht auf die Ferse. Genau, immer einen Tick tiefer und drück dich raus. Füße immer noch einen Tick breiter. Ein bisschen außer. Genau. Und wieder Gewicht auf die Fersen, Oberkörper schön aufrecht lassen, sehr gut. Und drück dich wieder nach oben. So, Sabrina, als nächstes machen wir jetzt die sogenannte Sumo-Squat, also eine Kniebeuge mit breiten Beinen. Und zwar stellst du dich jetzt mal breiter als die Hüfte auf. Genau. Von der Kniebeuge ist es genau das gleiche wie bei der ersten Übung. Hände nach vorne, Gewicht auf die Fersen verlagern, Po schieben nach hinten. Knie bleiben außen, sehr gut. Jetzt schiebst du dich nach oben und jetzt gehen wir auf die Fußbeine, Fußspitzen, sehr gut. Und wieder tief und drück dich raus. Jetzt haben wir nämlich die Waden auch noch involviert, was ja auch ganz wichtig ist für die Beine. Hochdrücken, Oberschenkel haben wir dabei, und Po-Muskulatur. So, die dritte Übung ist der sogenannte Ausfallschritt. Im Ausfallschritt stehst du erstmal wieder hüftbreit. So, jetzt nimmst du dein rechtes Bein nach hinten. Okay? Genau. Schönen großen Schritt. Das hintere Bein ist nur ein Fußbein. Hände nehmen wir wieder nach vorne. Und jetzt versuchst du mit dem Po und mit deinem Oberkörper im Lot zum Boden zu fallen. Du beugst dein rechtes Knie und drück dich wieder raus. Wichtig: vorderes Bein wieder Belastung auf der Ferse. Und der Oberschenkelmuskulatur links schiebt und drückt dich wieder hoch. Genau. Tief kommen, Knie bleibt hinten, sehr gut, und rausdrücken. Wir haben wieder Oberschenkelvorderseite involviert, aber auch beim Hochdrücken die Rückseite und die Pobacke. Merkt man, hä? Ja. Sehr gut. Okay, nächste Übung, Ausfallschritt seitlich. Du nimmst deine Füße beide wieder parallel, aber breiter als die Hüfte. So, Hände nehmen wir wieder vor den Oberkörper. Po schieben wir nach hinten und dann bewegst du deinen Oberkörper nach links. Beugst dein linkes Knie, Gewicht auf die Fersen, nach hinten setzen und dann schieben wir uns wieder zurück. So, wir haben wieder Oberschenkel. Oberschenkelinnenseite dieses Mal auch. Drück dich wieder nach oben zur Mitte, sehr gut. Und wir machen die rechte Seite. Po nach hinten, Gewicht auf die Fersen verlagern und wieder zurück schieben mit Oberschenkel. Sehr gut. Und warum ist es jetzt wichtig, dass man den Hintern rausschiebt? Weil du damit sofort deinen Po mit eingliederst, das heißt, Po-Muskulatur wird aktiviert und somit auch gleich mit trainiert. So, letzte Übung der 5 ist sogenannte Wandsitzen. Das kennt man wahrscheinlich schon aus dem Schulalltag oder aus dem Kinderturnen. Ja. Und zwar ganz wichtig, du gehst jetzt erstmal mit deinem Po an die Wand. Die Füße nehmen wir ein Stück nach vorne und dann bewegen wir uns mit dem Po tief und gehen in die 90-Grad-Stellung. Spannst für den Bauch an und drückst mir die Lendenwirbelsäule richtig an die Wand. Und die Position halten wir jetzt lächelnd 30 Sekunden. Oberschenkelmuskulatur ist komplett angespannt. Po darfst du jetzt selber anspannen. Und tief ein- und ausatmen.